muss ich eine Jacke anziehen hier. Meine schöne verratzte Malerjacke, weil ihr habt vielleicht schon gesehen, wir sind heute an der megamäßig großen beheizten Malplatte, die ist schon warm. 4 Quadratmeter beheizte Fläche, ist das nicht toll? Da kann ich schöne große Enkaustikarbeiten machen und natürlich noch viel größer. Ich könnte die 4 Quadratmeter ausnutzen, aber so viel Zeit haben wir nicht. Ich möchte euch trotzdem mal demonstrieren, eine größere Fläche. Ihr habt schon gesehen, ich habe hier Werkzeug liegen, wie ich da etwas mit dem Kaustik drauf zaubere. So, jetzt muss ich hier ein bisschen das Ganze rüber tun, die Arme noch hoch. Das ist ein bisschen verratzt, die Jacke, aber das muss so sein. Gut, ich fange einfach mal an und lasst euch inspirieren. Was haben wir denn da? Schwarz, ne? Nehmt unsere Enkaustikwachsfarben und mal jetzt hier direkt auf den Untergrund. Das ist jetzt ein großes Enkaustikpapier. Auch die gibt es in großen Größen. Ich habe Papiere, die würden die 4 Quadratmeter sogar ausfüllen. Das ist natürlich Papier, was auf einer großen Rolle aufgerollt ist. So. Schaut mal, wie schön das schon aussieht, wenn man hier so mit der Farbe einfach durchs Wachs durchgeht. Das macht so Spaß. Deshalb finde ich die Enkaustikmalerei so wunderbar. Schenkt uns immer wieder neue Strukturen und Effekte. Wenn man die erste Wachsschicht aufträgt, muss man immer denken, die brennt sich erstmal etwas ins Papier ein, in die Grundierung. Deshalb muss man einfach etwas mit mehr Farbauftrag arbeiten. So. Nano, das ist auch grün, wollte eigentlich eine andere Farbe haben. So. Ich habe die Platte jetzt nicht so heiß eingestellt, so kurz vor 90 Grad, das reicht, sonst schwimmt mir das Wachs hier drauf. Schönes Blau. Allein schon der Wachsauftrag, der macht Spaß. Wenn man die schönen Konturen jetzt sieht vom Wachsblöckchen hier. Schaut mal, das sieht cool aus. So, hoppala. Ich habe mir das Papier etwas mit Klebeband fixiert. Das seht ihr hier? Damit es nicht wegrutscht. Könnt ihr euch vorstellen, wenn man großflächig hier arbeitet, wie schön die Bilder werden. Dann ist man nicht mehr so begrenzt, nur so auf kleine Formate. So, jetzt habe ich es gleich geschafft. Die Fläche ist grundiert. Das sind natürlich die Blöcke sehr schön. Da hat man was in der Hand, weil man braucht doch relativ mehr Wachs, wie man es auf der kleinen Karte braucht. Und dann finde ich diese Blöcke sehr praktisch. Hat auch was Künstlerisches. So, gut. Jetzt habe ich erstmal einen schönen Farbauftrag gemacht. Und wenn ihr jetzt mal hier schaut, hier habe ich tolle Werkzeuge. Einmal Gummischaber, die gibt es in verschiedenen Größen. Es gibt auch Gummischaber, die sind geteilt hier. Habe ich jetzt aber irgendwie gerade nicht gefunden. Das macht nichts. Ich probiere einfach mal die Größe. Das ist wie so ein großes Grapey. Man kann hier ganz toll das Wachs nochmal wegschieben. Ich hoffe, die Kamera kann mir so schnell folgen, wie ich hier durchs Wachs ziehe. Und hier wieder raus und weg. Das ist das Gleiche, nur in etwas kleinerem, in der feineren Breite hier, kann man sehen. So. Und jetzt kann man nach Lust und Laune hier ins Bild Strukturen reinarbeiten und seiner Fantasie freien Lauf lassen. So, das waren einmal die Gummischaber. Natürlich kennen wir auch die Scrapies, wir nennen sie Scrapies. Ich habe hier jetzt einen mit einer abgeschrägten Spitze. Hoppla, das ist ein schönes Gummi, was sehr hitzebeständig ist. Auch mit dem können wir hier tolle Konturen ins Wachs reinarbeiten. So, ich mache hier mal so einen Wirbel. Man kann auch schön damit schreiben.
Upsa. So, hier merke ich schon, es wächst schon etwas eingezogen ins Papier. Macht nichts, einfach wieder frisches Wachs drauf, kann ich an dieser Stelle mal zeigen. So, einfach noch mal ein bisschen drüber gehen, ja? Es gibt auch noch mal schöne Strukturen. Gut. Was ich immer sehr liebe, das sind Wellenkämme, die könnt ihr im Baumarkt kaufen. Die habe ich hier drüben. Die sehen so aus, ganz normale für die Maurer Spachteln mit Zähne unten dran, aus Metall, Holzgriff. So, und wenn ich jetzt mal rübergehe, drücke den fest ins Wachs, gibt es unheimlich schöne Strukturen. So ein bisschen vibrieren, wie kleine Strickmuster oder dann etwas großflächiger. Nochmal. Einfach mal so drehen. Ja, das hat eine Vorder- und eine Rückseite. Das mag ich gerade. Ich muss die glatte Seite nehmen. So kann man tolle Konturen ins Wachs reinarbeiten. Das können wir mit dem Pinsel gar nicht in der Form kreieren. Wenn uns irgendwo eine Stelle nicht gefällt, dann nehmen wir so eine Malerwalze mit so einem kleinen Aufsatz. Die rollt schön. Und jetzt können wir direkt über das Gemalte wieder drüber gehen. Und man bekommt eine ganz neue Oberfläche. Manchmal ist sie sogar schöner wie das, was man vorher gemalt hat. Das kann durchaus vorkommen. Geht mir oft so. Schaut mal, ganz, ganz pudrig sieht das Ganze jetzt aus. So. Mit dem kann man auch schön arbeiten. Seht ihr, kann auch das Wachs hier direkt auf die Platte aufschmelzen. Mache ich so eine kleine Malpalette, Farbpalette, tauche hier diesen Schwamm ein und jetzt kann man noch schöne Effekte hier drauf zeigen. Ich kann es auch mal etwas ziehen in 3D, eine kleine Installation. Und hier wieder zurück. So, ein richtiges Röhrensystem. Ja, ich kann auch hier diesen Schwamm richtig schön durchs Wachs im Bild durchziehen. Es gibt fantastische Formen und Effekte. So, ich schaue jetzt mal nicht auf Schönheit bei diesem Bild, sondern ich möchte euch einfach ein paar Werkzeuge zeigen, technische Werkzeuge, Effekte, die man hier einsetzen kann. Und wenn man das mal etwas ausgetüftelt hat, dann kann man schon richtig tolle Kunstwerke zaubern. So, meine Lieben, ich würde sagen, für heute war es das erstmal. Ihr habt einen Eindruck bekommen in die große Mega-Malplatte, die größte Malplatte wohl weltweit. Ich kenne keine, die größer ist. Mir macht es riesig Spaß. 4 Quadratmeter Grundfläche. Wenn ihr mal Lust habt, kommt her. Ihr könnt gerne mit mir zusammen hier auf dieser Malplatte eure großen Kunstwerke machen. So, und nächstes Mal, ihr übt jetzt schön, mache ich wieder auf der Malplatte ein Enkaustikbild, aber ganz gezielt. Und zwar ein Bambus mit Gräser, Zyperngras. Und lasst euch überraschen. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Ich war's, eure Monika Omer. Tschüss.